Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Heute haben Hi! wir folgende Themen für euch. Ja, dem Herr Rotes seine Jacke, nicht Jacke, dem seine Pizza ist gerade fertig aus dem Ofen gekämmt und jetzt können wir loslegen. Was ist denn los? Wir jetzt erstmal 10 Minuten Warm-up und jetzt kommt hier Ja. wirklich eh nur durcheinander Grütze raus, so ein bisschen. Grütze. Die Durcheinanderigkeit des Podcasts ist unser Markenzeichen. Stimmt auch wieder. Und dass ich esse, ich habe euch noch nicht was vorbereitet. Ja, ich sag ja immer, ne? Gut geschlotzt ist halb gebumst. Und ich sag immer, wenn man im Podcast eigentlich nicht isst und das eigentlich man nicht macht, dann schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja, wir haben heute folgendes Thema vorbereitet. Also das Mach große. weiter. Du sollst weiterreden, ich bin die Hintergrundmusik. Achso. Also wir haben heute folgendes großes Thema vorbereitet, weil wir da beide ein paar Takte zu sagen können und aktuell mitten im Thema stecken. Und es sind nicht Frauen, es sind Nachbarn. Brauchen Ich wir. sollte das doch ansprechen. Achso. Na, Also es geht halt zurückspulen. auf jeden Fall um andere Sachen. Was wir noch vergessen haben, das Thema Nachbarn. Ja. Was du noch? Bist du dumm? Bist du völlig degeneriert? Jetzt mach die Themen Ist weiter, deine verdammt, Pizza. Was gibt's denn? ey. Es gibt keine Themen. Wir sind doch hier immer frei. Wir haben heute noch Freier einen Künstler. guten Rand um euer Leben Ein Rand vorbereitet. um euer Leben haben wir richtig. Also heute wird der Rand zuletzt gegessen bei der Und Pizza. wieso, warum, das wird heute auch nochmal ganz speziell. Ihr seht, prall gefüllt. Prall gefüllt mit Content. Ja. Also Nachbarn. Nee, wirklich, ist ein aktuelles Thema. Ich habe zu Herr Rodes gesagt, hey, da müssen wir mal drüber sprechen. Ich habe so Begegnungen der dritten Art gehabt in den letzten Tagen. Ist So unglaublich. Nahtoderlebnis oder was? Ja, also wirklich. Wenn ich anfällig wäre für Quinch und so, da würde ich aber jetzt im Boden Das drin. sagst du immer dazu, wenn du anfällig wärst, aber es sind genau die Momente, in denen du Timo Menschen. cringest. In denen du cringest. Das könnte so ein Oh. Tim Bensko-Format werden, Momentchen. Oh Gott. Ja. Also, ich hatte einige Momentchen in der letzten Zeit. Did Übrigens, you wo wir, wo. Momentchen this? Ja, noch habe ich schon gementiont. Und wo wir gerade bei Neologismen sind, Wagotze ist das Wort der Zukunft. Wo wir gerade bei Neonazis sind, wir waren kürzlich bei einer Demonstration und haben Björn Oh, Höcke live gesehen. wir haben Björn Höcke schon wieder live gesehen als Du, ich ich. habe ihn schon noch nie live gesehen. Also, wir haben, wie ihr seht, wir haben wirklich einen prall gefüllten Sack an Emotionen und Themen Wir haben auch schon vorbereitet. einen prall gefüllten Jack. Oh, das riecht aber gerade hier richtig präsent, du. Eieiei. Also, er hat sich hier so eine thailändische Soße auf sein Ding gemacht. Hab die Robin geschenkt. Auf seinen Dödel. Und die brennt. Die ist scharf und die riecht nach Knoblauch gerade eben. Also, wo wollen wir denn anfangen? Bei Nachbarn hast du gesagt, bist du auch dabei. Du isst ja eh gerade. Also, ich erzähle erstmal gerade, was bei mir im Leben so los ist. Ich habe nämlich gerade Probleme mit meinem Weisheitszahn. Der kommt hinten schief raus im 45-Grad-Winkel. Der Arzt sagt: Naja, ich Die Patronen erhalte. unter euch wissen ja schon. Ja, genau. Exklusiv-Content in der Man Patreon-Telegram-Gruppe. muss Leute auch so ein bisschen locken. Ja, stimmt. Okay. Spendet bitte Geld. Es wird Dann immer weniger. erfahrt ihr sowas wie, wann Robin mal ins Schaden kommt. Richtig, richtig. Und dass auch bald neue Videos kommen. Und es sind halt immer wieder so kleine Sachen, die da dazwischen grätschen. Wie ein Zahn zum Beispiel. Das ist ungünstig. Aber wie dem auch sei, ich habe deswegen sehr große Schmerzen und habe zum Beispiel jetzt die letzten Tage immer Wasser im Mund gehabt, so Kühlwasser. Das war sehr witzig. Meine Nachbarin gegenüber, die kann immer in die Küche reinschauen und ich komme dann so heim und das Erste, was ich mache, ist natürlich unter den Wasserhahn gehen und es sieht so aus, als würde ich mich da gerade waterboarden. Und in dem Moment guckt sie halt so quer über die Häuserfassaden rüber in unsere Küche und sieht, wie ich völlig retardet über dem Wasserhahn hänge und vermeintlich mich umbringen will. Sehr gut. Und dann, aber das ist nur die sehe ich nur ab und zu mal, das ist egal. Wir haben noch unten so eine Nachbarin und ich kann dir erzählen, vielleicht hört sie, sie ist wahrscheinlich Fan, sie hört gerade zu. Wenn du das jetzt hörst, ne, schön, dass wir so mal ins Gespräch kommen. Ich war neulich auf ihrer Feier, da habe ich sie so ein bisschen kennengelernt. Wohnt ganz unten, wir wohnen ganz oben. Und das gab schon öfter mal so kleine Begegnungen mit ihr. Da, ich vermute, sie war einmal ein bisschen schüchtern und wollte irgendwie nicht gesehen werden. Sie hat dann, wenn wir im Keller so Wäsche waschen, da stand sie einmal mit ihrer Wäsche so. Also ich bin so runtergekommen, hat die Tür wahrscheinlich gehört und dachte, ich gehe raus. Aber ich bin halt runter in den Keller und sie stand so in der Ecke und hat gewartet, bis der Flur frei ist quasi, dass sie Du hast die in der Ecke stehen sehen.
Ich habe sie in der Ecke stehen Wusste sehen. sie, dass du sie gesehen hast? Sie hat, ich bin ja an ihr vorbeigegangen. Sie hat quasi gehofft, dass ich nicht in den Keller gehe, sondern raus zur Tür. Und stand dann halt in der Ecke vom Keller. Hast du denn dementsprechend Ich irgendwas habe Hallo, gemacht? Hallo, habe ich dementsprechend gesagt, Aber weil nicht ich. so wie sowas wie, was machst du hier? Ist ganz schön Nee. komisch Das, gerade. das, Wir haben gerade einen Moment, sagst du auch gerne. das sage ich gerne, ja, aber das sage ich eigentlich in der Regel nur, wenn man Und sich neuerdings ein Momentchen. einen Momentchen, wenn man sich berührt. Aber. Also sonst hat man eher nicht so Momente. Oder irgend sowas. Oder Auf jeden einfach Fall, schreien. das war so die allererste Begegnung, die ich mit ihr hatte vor ein paar Monaten. Dann waren wir auf ihrer Party, war ganz witzig so. Leuchtete ihr dann auf wie Kometen? Ja. Dann war die Party, war ganz witzig. Danach fing so ein bisschen der Sommer an und ich weiß nicht, was da in der Luft lag. Ich musste dann immer niesen und hatte so Allergieanfälle. Und da hat sie mich zweimal gesehen und hat wohl gedacht, ich habe völlig losgeflennt, weil ich komplett zu war. Mir lief da Rotz raus und so. Aber Und die deine Augen total verwässert. Schminke verschmiert? Schminke Ach verschmiert, Scheiße, das ist alles. nicht schlecht. So zweimal hat sie das erlebt. Einmal auf dem Fahrrad, einmal so zu Fuß. So. Also sie muss immer so einen leicht komischen Eindruck von mir haben. Und dann laufe ich jetzt vorgestern wieder mit meinem Kühlwasser aus dem Haus raus und spuck das dann halt so vor mich hin. Er hat so eine Flasche dabei, Trotz ihr vor die Füße. rotzt ihr vor die Füße. Habe ich dir schon erzählt. Hast du mir. Aber den Zuschauern, jetzt kannst du nicht hier irgendwie den Knaller schon vorwegnehmen. So. Weißt du, ich hab so eine Flasche dabei mit kaltem Wasser, nehme ich immer so einen Hieb in den Mund, sprudel so durch und spuck's aus. So. Und in dem Moment geht sie um die Ecke, wie ich gerade ausspucke. Kriegt's vor die Das hat auch Füße. was Ästhetisches, wenn man gar nicht so wirklich einblendet, dass du gerade einen Schluck Wasser in die. Also. Entschuldigung, pardon. Oh, ist ganz komisch für mich gerade. wir waren dann beim Zahnarzt und wenn man völlig ausblendet, dass er gerade einen Schluck Wasser in den Mund genommen hat und man redet gerade und denkt gar nicht drüber nach und plötzlich rotzt dir halt einfach ein Schwall Wasser über die Füße, dachte ich so, wenn man jetzt sowas ist wie dieser. So Wie Cowboys. die. Wie, ja, genau. So Spucktabak, Kautabak. Nur halt einfach ein Schwall Wasser, wie dieser eine Typ aus Jackass, der diesen Goldfisch getrunken hat und dann den lebend wieder ausgekotzt hat. Müssen wir mal bei einem Date so bringen. Also einfach ohne Wasser zu trinken, hin und wieder mal welches ausspucken. Das hätte, glaube ich, so einen ästhetischen Mehrwert und das hat es auch mit der Flasche. Man Aber. darf einfach dem Date nicht zeigen, wie man das Wasser in den Mund nimmt. So kann man das machen, ohne das rauswürgen zu Ja, müssen. und man darf es nicht kommentieren. Völlig Nö. unkommentiert. Einfach hin und wieder. Einfach mal so. Ja. Genau. Franz, machst du mit? Moin. Jetzt kriegen wir hier gerade Bitte. Besuch. Nee, Das ist mal was ganz Neues im Podcast, Podcast. dass hier ungeplant einfach jemand reinkommt. So eine Drittpartei. Überraschungsgast. Ja, was ist so deine Nachbarngeschichte? Ich habe nicht so viele Nachbarngeschichten. Toll. Ich sag so, lass mal über Nachbarn. Also, ja, doch, da habe ich auch. Da hab ich richtig Patronen im Revolver, du. Nein, hier um die Ecke hattest du Nachbargeschichten. Ich hab. Hä? Es geht um Es geht meine um ihn. Nachbarn. Also auf jeden Fall, naja, einmal da war ich halt sonntags in Jogginghose um 2, habe ich die Tür verlassen und habe meinem Nachbarn guten Morgen gewünscht. Das war mir übelst peinlich, weil ich dachte, der hält mich für einen Assi. Unangenehm. Richtig unangenehm. Habe ich denn sonst so, naja, eigentlich nichts Lustiges. Eher so, dass der Typ so darauf fixiert war, die Katze rauszuschmeißen, dass er mich nicht gegrüßt hat und mir seinen Helm vors Gesicht gehauen hat. Das war nicht so nett. Und ich habe den Nachbarn, der halt hin und wieder mit seiner Flöte Tonleitern übt. Davon werde ich manchmal wach. Aber ich weiß nicht, natürlich ein Instrument beherrschen ist die eine Sache, aber jahrelang immer wieder Tonleitern? Gibt es da Experten unter euch? Also ich glaube, meine Nachbarn freuen sich auch, wenn ich Gitarre spiele. Ach, Aber sollte ich das nicht spiele keine sein. Tonleitern. Das ist ja toll, das waren deine Geschichten jetzt, ja? Ich Da überlege hast noch du. kurz, vielleicht fällt mir noch was ein, aber so krass spannend waren die meiner Meinung nach gar nicht. Ich habe gesagt, ich habe da ganz viel in der Flinte, oder was? Du hast gesagt, deine Flinte ist richtig geladen bis oben hin, du. Habe ich das Ist, geschrieben? nee, aber so ungefähr. Oder Okay. habe ich auch, das ist eine Sprachnachricht, musst du Eine nicht finden, das ist. Spramo. Du hast mir übelst So. viele Nachbarngeschichten erzählt, als du hier noch gewohnt hast. Ah, danke, Franz. Das Das meinte ich. war natürlich eine andere Das meinte ich. Wohnung. Das Ja. war natürlich was anderes. Wo wir gerade bei anderer Wohnung sind, während er das brainstormt, ich habe mal neben der Mutter von Mike von Heaven Shall Burn gewohnt. Wow. Okay, wie war die so drauf? Hatte die auch so Schminke im Gesicht, so schwarz-weiße? Nee, die kann nicht so gut gucken. Das heißt ja nicht, dass sie sich nicht schminken kann. Ach so. Hatte die sich dann auch so ein Joker-Grinsen geschminkt? Nee. Okay. Also, nee, die sind ja, das ist ja nicht Kiss, sondern Heaven Shall Burn. Kann die nicht. Habe einfach geraten. Ich dachte, die sind. Heaven Shall Burn klingt so ein bisschen nach Leuten, die sowas machen. Ich google die mal eben. Google die mal eben. Die machen gute Musik. Endzeit ist ein gutes Lied, das ist das bekannteste von denen. Ich habe auch schon einen neuen Dancer dazu gemacht. In Erfurt war das. Das sind Einen ganz normale neuen. Leute mit Jacken. Ja, ist richtig. Der Mike ist der mit den langen Haaren. Oh, haben sie alle, Mist. Ja. Gut, Nachbargeschichte, während du hier noch weiter googelst. Ich habe jetzt gegoogelt, Heaven Shall Burn, Mike Mutter.
Da ist ein Foto von einer Frau und dir. Ja. Vor so einer Haustür. Ja. Ah, ist das die? Jetzt können wir das rekonstruieren, wo ich gewohnt habe. Ja. Und sonst, ach, war Gott sei Dank übrigens ein gutes Wort. Das hatten wir schon. Ich wollte es mal reingrätschen. Ja, also meine erste Wohnung war eine... Richtig Wurst in die Wagotze gegeben. Meine erste Wohnung war so eine 300-Euro-Wohnung in der Nordstadt. Hm. Und Weimar ist so, das beginnt im Süden so eher villenmäßig und endet im Norden eher blockmäßig. Und das ist so ein relativ gleichmäßiger Übergang. Hm. Ich habe halt in der Nordvorstadt gewohnt. Der Akzent ändert sich übrigens auch kongruent zum... Ja, ja, also nicht linear, sondern eher quadratisch. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich habe in der Nordvorstadt gewohnt, nicht in Weimar Nord, das ist richtig Absteige, sondern Nordvorstadt. Bitte nicht, ich war nicht in Weimar Nord, nicht, dass ihr mich jetzt vorteilt. Also alles jenseits des Gleises ist dann nur noch Casino, Puff und Hartz IV. Hm. An alle, die da jetzt das hören und da wohnen, euch meine ich doch gar nicht. Und gab es diese Wohnung, ja? Kamst du rein, hat schon mal nach Apolda gerochen. Hm. Aber ich dachte so, erste eigene Wohnung, so, keine Ahnung. Man wollte dann irgendwie Leute beeindrucken, so ein bisschen. Hat er gesagt, hier miete ich. 300 Euro hast du ja auch locker. Damals habe ich noch bei einem Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, der gute Tarife hatte. Und konnte mir das entsprechend leisten. Das kam dann irgendwann dazu, dass sich das auch andere Leute leisten könnten, die halt auch nicht die besten Berufe ever hatten. Und das hat dann hingegen dazu geführt, dass ich nachts um 4 hin und wieder von lautem Geschrei geweckt wurde und Gerumse und Gedonner. Das war so... Nicht positives Gerumse und Gedonner, also im Sinne von, da haben zwei Leute Spaß, oder? Da haben zwei Leute richtig Spaß. Und zwar Spaß, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Also okay. Mann und Frau haben sich angekeift, trotzdem volle nachts um 4. Das war so eine Wohnung auf einer Ebene. Das war früher mal eine große Wohnung, die wurde dann in 4 kleinen unterteilt. Und das Geilste war die Klingel. Es gab auf jeder Etage nur eine Klingel. Mhm. Und die hat dann jeder gehört. Mhm. Also haben wir uns ausgemacht, für Tür 1 einmal klingeln, für Tür 2 zweimal klingeln, 3-mal, 4-mal. Mhm. Meinst du, einer meiner Freunde hat einmal 4-mal geklingelt? Nee. Und meinst du, irgendjemand hätte jemals öfter als einmal geklingelt und das auch nachts um 3? Und dann war das so einer, der vielleicht unten gestanden hat und den Schlüssel vergessen hat. Und hat halt wahrscheinlich alle Parteien durchgeklingelt und dann ist halt gar keiner rangegangen. Nachts und so, oh, das war so nervig. Aber die Nachbarn haben sich dann irgendwie angekeift und gegen die Tür gedonnert und hat so, lässt die jetzt machen oder rufst du Bullerei? Aber wenn du Bullerei rufst, muss ich wieder erklären und bla. Und ich wollte eigentlich nur pennen und es waren angenehme Leute. Ah, die schlitzen sich da gegenüber auf, aber ich will eigentlich nur pennen. Naja, das ist nicht mein Bier. Ich denke dann so, ich gebe eigentlich beiden Parteien recht. Den Gag habe ich gerade aus Family Guy geklaut. Horten hört häusliche Gewalt. Und eins gab es noch, da habe ich meine Energy Drinks unten im Treppenhaus gelassen. Weil ich nur ganz kurz das machen wollte, so in der so Pappschachtel. 4 Stück, kommt wieder rein, waren nur noch 2 übrig. Ich hatte schon so ein bisschen lustigen Abend gehabt und so, oh, die sind weg, die muss ich jetzt finden. Und guck so in dem Hausflur rum und guck so und sehe die da liegen. Plötzlich springt die Tür auf, der Typ schreit mich an, Alter, hast du ein Glück, ey, das letzte Mal bin ich hier mit der Axt raus und hätte in die Fresse gehauen und so. Und hatte halt meine 2 Rock Energy Drinks getrunken, die im Wert von 2 Euro jeweils, und gibt mir halt 2 Euro als Entschädigung. Mhm. Netter Typ. Nice. Ja. Geht doch, Nachbarschaft. Ich muss gucken, ob ich da noch irgendwelche habe. Aber wie gesagt, wenn ich drauf komme, sage ich Bescheid. Ja, also wir hier im Haus haben eigentlich großen Spaß mit den Nachbarn. Die gegenüber von uns, die denken vielleicht, wir sind ein bisschen retarded und übelst verlorene Kiffer oder so. Der erste Eindruck war da nicht so gut. Wir haben hier dieses Dachgeschoss, hat man ja gesehen in dem Schnosterer Fabdate. Müsste das. Ah ja, und eine Roomtour haben wir auch gemacht, also man hat das ja gesehen. Oben, und da haben wir für die Zirkulation der Luft so einen Ventilator installiert. Der war dann allerdings genau so angebracht, dass er über dem Schlafzimmer der Leute war. Und da hat dann der Boden vibriert, beziehungsweise deren Decke. Dann sind die rübergekommen und haben gefragt, was geht ab? Jo, das ist ein bisschen laut. Da habe ich gesagt, naja, okay, ich habe da hier so einen Ventilator. Der brummt vielleicht ein bisschen. Und dann haben sie gefragt, hey, was wollten ihr mit dem Ventilator auf dem Dachboden? Baut ihr Hanf an oder was? So. Mhm. Und da war der Grundstein gelegt. Und in den folgenden 2 Wochen sind dann mehrere Sachen passiert, wo man wohl den Eindruck haben konnte, dass wir ziemlich retarded sind. Mhm. Wenn sie zum Beispiel hier an der Tür klingeln, an der Haustür und nicht unten, also an der Wohnungstür und nicht an der Haustür. Und wir gehen aber an den Buzzer für die Haustür und sagen, da ist keiner, aber da ist keiner. So völlig dumm. Und man hört das halt durch die Wohnungstür durch. Und dann gehe ich an die Wohnungstür, an den Türspion und sage, Alter, hier, wer ist denn das? Und es ist halt der Nachbar, den wir schon 5-mal gesehen haben und ich erkenne ihn einfach nicht. Und er muss ja schon denken, wir sind völlig, völlig behindert irgendwie.
Das ist auch ziemlich witzig. Vor 2 Monaten ist eine relativ studentisch aussehende Dame bei mir hingezogen. Wieso stand die alleine im Kreis und hat nicht mit sich geredet? Ja. Bring nicht sowas, das verstehen die Leute nicht. Mist. Hoffentlich. Und nicht verstanden. Ich habe mir, glaube ich, auch eine Tasche hochgetragen oder so. Und die hat auch den Eindruck gemacht, als würden die mich so mögen. So, ich das natürlich wieder völlig vergessen. Hm. 2 Monate später, wir haben eine Gemeinschaftswaschmaschine. Du hast vergessen, dass ich eine Frau mag. Und sieh, das Wäsche drin ist aber durch, dürfte ja jeden Moment kommen. Kommt so eine Frau, sieht relativ studentisch aus, ja. Und nimmt Wäsche raus. Und ich so, sag irgendwas und sieht sie sie auch. Und meine so, also ich habe genau, sind sie neu hier? Wieso? Wir waren eigentlich beim Du und wir haben uns vor 2 Monaten kennengelernt. Ich so, fuck. Also sie hatten normalerweise eine Brille. Nee. So scheiße. Für immer verkackt. Unangenehm. Aber für immer verkackt. Ich glaube, also, sie guckt mich noch an, aber sie guckt mich nicht mehr nett an. Hm. Ist halt blöd, ne? Wenn jemand mag dich und du erinnerst dich nicht mehr an ihn so. Wie kriegst du das wieder geregelt? Ach, ist egal. Okay. Gut, das war's mit der Nachbarschaft. Hm. Nee, eigentlich mögen wir uns alle. Nee, ich meine mit dem Thema Nachbarschaft. Ist durch. Ist aufgebraucht. Meinst du? Weiß ich nicht. Gut. Hast du noch einen guten Knüller? Ich könnte jemanden anrufen zum Thema Nachbarschaft. Ich habe neue Beziehungen in der Nachbarschaft geknüpft. Ich sage euch, Leute, und das habe ich vorhin hier auch schon im Dialog gesagt, was ja eigentlich immer noch Dialog ist, aber ich spreche zu euch. Da muss ich aufstoßen. Was machen ist immer besser als nicht was machen. Da habe ich nämlich neulich gedacht, oh hier, ich bin so fertig und Zahn tut weh und so. Naja, ich gehe trotzdem mal raus. So. Richtig gute Sachen sind passiert, richtig gut. Und da habe ich nämlich dann am Ende des Abends habe ich noch hier so einen Knecht vor der Tür getroffen. Habe ich eben hier schon erzählt, aber ist egal. Der meinte, oh du, ich hatte Gitarre dabei. Oh, du kommst ja wie gerufen hier, ne? Meine Frau hat mich rausgeschmissen. Und er dann so Sprachnachricht aufgenommen. Ey, Schatz, hier ist einer, der will dir was sagen. Und ich spiele hier so Blutgrätsche. Die treuen Zuschauer von euch, die wissen's. Geht um eine Frau, die ihre Tage hat und einen Mann, der damit nicht gerade günstig umgeht. Und das ist halt völlig unpassend in so einem Szenario, wo ein Typ sagt, meine Frau hat mich rausgeschmissen, dieses Lied dann zu spielen. Aber er hat dann am Ende des Gesprächs mich umarmt und war ganz fröhlich. Ich habe dann auch noch gesagt, hier, ja, komm. Also in die Sprachnachricht rein. Auf der Welt passiert zu viel Scheiße. Habt euch mal lieb und diskutiert das mal aus und so. Und er war total glücklich. Also wenn ich den mal wieder sehe, das ist ein guter Nachbar, glaube ich. Aber wenn du jetzt schon dabei bist zu erzählen, dass da viele Sachen passiert sind, dann erzähl doch die anderen auch noch. Da sind sehr viele Sachen passiert. Ich fand das wirklich interessant. Ja, es war wirklich, ich weiß nicht, was in dem Abend los war. Es war so eine Abfolge von vielen Sachen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Ich wollte auf eine Baustelle. Ich sag nicht welche, ich sag nicht, dass ich es wollte. Ich hatte nur den Gedanken, das eventuell zu tun. Das würde ich natürlich nie machen. Das hat nichts mit 2018 und einem 100-jährigen Jubiläum zu tun. Genau. bin da los. Das war das erste Mal, dass ich da mit dem Gedanken gespielt habe, da hinzugehen. Da war aber dann noch hier der Kondor. Ich glaube, es war der Kondor halt so. Der Aufpasser, Weimarer Sicherheit. Der fährt seine Routen und macht aber nichts. Außer die Polizei rufen. Also im Prinzip ist es ein normaler Bürger, der ein Auto fahren darf in der Innenstadt. So. Da habe ich ja das auch noch nicht gemacht. Bin weitergelaufen durch die Stadt, habe mich mit deiner Schwester getroffen kurz. Und dann ging es eigentlich los. Da habe ich ziemlich viele coole Leute getroffen, war erstmal noch so auf dem Theaterplatz halt so. Es war aber nicht weiter spektakulär. Dann habe ich mich kurz auf Mülleimer gesetzt, da kamen einfach so geile Leute, die irgendwie, das war richtig gut. Der hat erzählt, ey, bist du ja Nostarafu? Und ich dann so, ja, sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, du hast, als ich in der 5. Klasse gewesen bin, kamst du an und hast gesagt, ey, hier, das ist die Bank für die 13-Klässler, hau ab. So. Du warst doch nie in einer 13. Klasse. Ja, nee, da habe ich ihm dann halt erklärt, so, für mich war das halt ein übelster, also ich bin halt einmal sitzen geblieben, wegen Physik, habe ich bestimmt irgendwo schon mal erwähnt, und hatte noch einen Kumpel, mit dem ich jetzt immer mal Magic spiele, Robert, so, mit dem ich halt sitzen geblieben bin und haben uns dann so einen Spaß draus gemacht, haha, Ehrenrunde drehen, 13. Klasse und so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernst gemeint war, so, aber er in seiner Position als 5. Klässler war natürlich übelst eingeschüchtert und hatte voll Angst und so und denkt dann, ich bin der übelste Hartassi.
Und das hat er sich bis heute gemerkt. Das ist schon hart. Hängen geblieben. Also, ja, der ist total hängen geblieben, der Typ. Nee, und das war lustig. Und dann hat er mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Hast du es endlich klargestellt? Habe ich es klargestellt, dass ich das wahrscheinlich nicht ernst gemeint habe. Und ich glaube auch nicht, dass ich mich da hingesetzt habe, weil ich habe mich in der Pause nie hingesetzt. Es war mehr so ein Gag. Kann er jetzt endlich in Frieden sein Leben leben und eine Freundin finden? Ja. Ohne Angst. Du sollst doch nicht so viel Soße auf deine Pizza machen. Das Bild musst du jetzt einblenden. Ja, blende ich ein. Dann sind wir ins Gespräch gekommen und er, ja, hier am Freitag, also jetzt in 3 Tagen, feiere ich meinen Geburtstag, kommt mal vorbei, lol. So, coole Sache. Weitergegangen, in so einer Hausecke gestanden. Nee, war, das war später. Da war ich ja vorher noch vielleicht auf so einem Grundstück. Ja, ich muss schon chronologisch machen. Wollte ich dann nochmal auf besagte Baustelle und während ich mich so hinter den ersten Zaun stelle und so ganz, ganz sachte reinschleiche, stand da plötzlich schon einer, der halt den gleichen Plan hatte. Das war so richtig schlecht. Er sieht mich so, hallo, na? Willst du hier runter oder was? Und ich so, nee, ich wollte es nur mal angucken. Und er so, ah, okay, ja. Ja, ich auch hier, ne? Oh, der Baustil, der gefällt mir so. Ich wollte das mal aus der Nähe sehen. So richtig schlecht, weil man muss ja nicht hinter den Zaun, um dieses Gebäude zu sehen. Das war halt richtig schlecht. Also alle beide haben erst danach gemerkt, dass... Ich habe halt gedacht, er ist Autoritätsperson. Er hat gedacht, ich bin Autoritätsperson. So in den ersten 10 Sekunden. Und dann standen wir so da und haben uns über irgendwelche Architektur unterhalten. Ja, und guck mal, da sind ja überhaupt keine Fenster in die Gebäude drin. Schlecht. Und ja, hast du eine Ahnung, wann das hier fertig gebaut sein soll? Und so richtig, oh, da kam ich so richtig schlecht vor, ey. Also das ist vielleicht das Nächste, was an Fremdscham, also dass ich für mich Scham empfinde. Ich glaube, das ist nämlich eine wunderbare Freundschaft. So richtig schlecht, Alter. Ja, wenn sie dir auch die Architektur von 2 Meter näher angucken als hinterm Zaun. Ja. Ja, das ist gut. Oh, richtig gut. Ja, und dann stand ich halt auch da und meine so, ja gut, da werde ich dann mal weiter. Und er hörte aber nicht auf. Dann meinte er noch, ja, da hinten, da hängt so ein Plakat und hier haben sie mal das gebaut oder so, keine Ahnung. Und ja, ging dann nochmal 2-3 Minuten und dann bin ich endlich gegangen. Und dann dieser schöne Moment, das haben wir ja sehr oft, wenn man so sich verabschiedet und dann in dieselbe Richtung losläuft. Er ist dann Richtung, in die eine Richtung, ich weiß ja, ich war da ja nicht wirklich, ne. Und ich bin in die gleiche Richtung, aber dann erst so, das war... Abgebogen. Richtig, Hashtag Aquat war das. Hm. Ja. Dann habe ich euch getroffen. Stimmt. Witzig, ja. Euch habe ich nämlich auch noch getroffen. Ihr seid gerade aus Erfurt gekommen. Passt mal auf. Peter Rehf und Julia. Ja, nee, passt mal auf. Jetzt ziehe ich Herr Rodes nochmal hier öffentlich in den Dreck. Das ist wirklich lustig. Ich habe nämlich, er aus Weimar raus nach Erfurt, ja. Und ich so, das war irgendwie das dritte Wochenende in Folge, wo er mal einen Tag in Erfurt war. Und ich frage ihn so, was willst du denn immer in Erfurt? Was gibt es denn in Erfurt, was es in Weimar nicht gibt? Und er so, naja, Leute, die nicht hässlich sind und mehr als 3 Bars. So. Und ich sehe ihn an diesem Abend wiederkommen und er kommt mit einer Person aus Weimar wieder, die jetzt auch nicht hässlich ist. Und er sagt, wo wart ihr? Naja, wir waren in 3 Bars. Also theoretisch hätte er in mindestens 4 Bars sein müssen, um das zu rechtfertigen. Ein bisschen integer mit der Aussage zu sein. Ja. Ja, dann da noch Smalltalk gemacht, ne? Bisschen entertained die Leute. Das war mindestens Middle-Talk, ja. Schmorky-Talky war das. Und dann kam das mit den Stahlträgern will ich noch hören. Mit den Stahlträgern? Ja. Das waren Stahlträger? Na, die Jungs mit den Stahlträgern. Das waren nicht Stahlträger, nicht, das waren so Plastikzäune. Dann war ich erstmal eventuell auf irgendeiner Baustelle, ausführlichst. Und dann bin ich weitergegangen und das waren nicht Stahlträger, sondern so, die in diesen, was ich neulich geskatet bin. Du warst ja nicht wirklich auf der Baustelle, aber angenehm, du wärst drauf gewesen, was hättest du da gemacht? Was hätte ich da gemacht? Mir das angeguckt, ganz nach oben geklettert wahrscheinlich. Auf das Gebäude? Fotos gemacht. So ein 46er Maulschlüssel gefunden und mich gefreut, wie dumm das aussieht. So ein Maulschlüssel, der so groß ist wie ein Bein, Alter. Aber das hätte ich nur rein theoretisch gemacht. Ja. Wo bist du hochgeklettert? Wärst du theoretisch hochgeklettert? Wie? Aufs Gebäude drauf? Aufs Gebäude oder? Theoretisch wäre ich durchs Gebäude gegangen und dann, wenn da eine Leiter ist, wäre ich die dann wahrscheinlich hoch. Ach so. Weil es ist ja noch nicht fertig gebaut. Ja. Gibt es vermutlich nicht. Aber auf die Kräne wärst du nicht gegangen? Nee, okay. Ich war mal auf einem Kran, aber nur 3/4 und dann habe ich echt Muffenwicken gekriegt, du.
Warum wackelt der krass? Ja, also du merkst schon ein bisschen den Wind und wenn du halt echt nur unter dir so die Leiter siehst, ist nicht so meins. Okay. Ich mach zwar hier 10 Meter Turm und so, aber ist dann doch noch mal was anderes. Ich habe ja eigentlich Höhenangst. Ja, das Bad hat Ja. ja auch geschlossen, aber ich denke mal, wenn man da theoretisch auf den Zehner gehen würde und wenn da Ja. kein Wasser drin ist, würde man da theoretisch auch voll Angst kriegen. Also. Theoretisch würde ich da Angst kriegen, ja. Rein Ja. theoretisch. Ja, Aber ja. ich glaube nicht, dass ich das machen würde. Wir haben halt das größte Bad Weimar. Was? Ist okay, ich hau auf. Nein, wir haben das größte Bad Weimars in Weimar. Ja. Das größte Bad Thüringens mit dem einzigen Zehner Thüringens in Weimar. Tatsächlich leider nur theoretisch, jedenfalls dieses und nächstes Jahr, weil die bauen da gerade um und das ist wirklich ziemlich traurig, weil das Ding hat so ein bisschen Kindheitserinnerung. Ja, und wir haben ein intimes Verhältnis Und mit unserem das. Bademeister. Oh, nee. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, oder? Weiß ich Mit nicht. unserem Bademeister. Haben wir das? In 3 Folgen. Wir haben ja echt nichts zu erzählen, Selbstschuld. Ja, komm. du. Selbst mal lappen uns mal Maximum Live ein oder so. Ja, auf jeden Fall. Also. Bausparverträge sind nicht so gut. Maximum Live, wo wir gerade sagen, ne? Nach dem letzten Podcast hat er doch sein revolutionäres Video hochgeladen. Mit seinen vielen Ideen, die er hat. Leute, das wird einfach so eine große Sache. Wir können das revolutionieren. Und ich weiß, dass das klasse wird. Ich habe einfach so einen Plan. Wir können ja was ganz Großes machen gemeinsam. Und dann hat er wieder so gesagt, ich bin auf eure Hilfe angewiesen und schickt mir eure E-Mails. Das ist wieder der Anfang vom Ende für ihn, du. Ich habe auch mal in irgendeinem Video ging es darum, Hier rein. Hier rein. was ist Du hast daran? dich gerade so weggedreht. Ja. Du musst Jetzt mal in habe ich meinen unser. Faden verloren. Hier ist er. Ah, danke. Da ist er in einem Video erklärt hat, ob er die Vergangenheit was bereut. Und er hat gesagt, es gab gute und schlechte Sachen mit Lord Abaddon, aber die guten haben obsiegt. Sie haben obsiegt. Das heißt, die Strafe war nicht so schlimm, wie es geil war, kleine Kinder zu ficken. Das hast du jetzt gesagt. Ich denke, wir sind jetzt. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich hier gerade Eine eine Kunstfigur. Kunstfigur verkörpere. Ja, Herr Rotes Armloch. Ist nicht dein bürgerlicher Name. Bürgerlich. Oh Gott. Nein, das heißt es natürlich nicht, völliger Schwachsinn. Aber er hat in dem Interview nur gesagt, dass die guten Sachen den schlechten obsiegen und das wollte ich nur sagen. War das nicht an einem anderen Punkt, wo es nochmal hieß, irgendwie, was sagst du zu den Vorfällen? Und er so, ja, die Hater. Das war in den Kommentaren. Was Wo denn? es um diese Vorfälle ging und dass er da mal Stellung zunehmen soll. Und da sagte Ja. hier die alten Hater und so ein Zeug. Ah, Diese. nee, anders, anders. Und das hast du Ja. noch gemeint hier: Staatsanwaltschaft, diese Hater Ja, und genau deswegen. Eltern, diese Hater Ja, und und die diese scheiß Polizei, Polizei, diese ey. Solche Hater. Hater. Sagen hier, Bilder, Mann, doof. Ja, gut. Der ist jetzt schon in der dritten Folge drin, also. Maximum Live hat es uns angetan. Ich sage mal, Max hat einen besseren Run als unser Bademeister. Hätte ich fast gesagt. Also zum zweiten Mal da jetzt. Okay. Gut, was hat man davor noch? Ja, Also die beiden was ich in Jungs. Wirklichkeit jetzt noch zum Bademeister sagen. Er ist natürlich sucht er manchmal ein bisschen Kontakt zu männlichen Badegästen, aber er macht da nichts Schlimmes in dem Sinne. Also das will ich nur mal noch klarstellen. Er hat mich auch schon mal zum Bier eingeladen und zum Billardspielen etc. Aber das ist nicht schlimm. Also der hat dann nicht irgendwas gemacht. Das ist wirklich eine ganz nette. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich will wirklich, da muss ich wirklich sagen, dass ich da niemanden irgendwie in Ja, das Schmutz ziehen sagt ja auch möchte. keiner. Das ist einfach nur ein geiler Typ. Also, ein cooler Typ. Ja. Nee, ist er wirklich. Ist Er er hat ja uns ja auch. damals auch gestattet, mit diesem Assassin's Creed-Kostüm vom 10-Meter-Turm zu springen. Ja, ich sag doch auch Und noch das nichts macht auch anderes. nur er. Also, das ist wirklich eine ziemlich coole Sache. Er ist ein korrekter Mensch. Auf jeden Fall. Also, darum ging es ja eigentlich auch gar nicht so. Sondern. Ich habe dann gesnapchattet. Folgt mir auf Snapchat. Nee, macht's nicht. Ich bin da gar nicht so aktiv. Gerade. Folgt lieber auf Patreon. Sind wir gerade wieder auf dem Dach? Ich war nie auf dem Dach. Deshalb stelle ich es mir ja nur vor. Ja. Ich bin gerade wirklich nicht auf dem Dach. Okay. Bist du. Haben Samson unterm. Warum guckst du mir so auf den Mund? Samson von unterm Dach? Wie heißt der eigentlich Carlson. normal? Carlson. Egal. Wir sind von dem Dach runter. Auf welchem Dach waren wir denn jetzt? Hä? Auf so einem Baustellendach, Ach dachte so. ich. Dachte ich. Gut. Und dann habe ich gesnapchattet, weil da so ein Licht so wie Disco geleuchtet hat. Und dann, haha, Leute, guckt mal, ich bin in der Disco. War witzig, ist Polizeiauto. einfach nur kaputtes Licht. Nee. So, und da stand ich da halt in so einer Hausecke, so einer Einfahrt drin. Und dann kamen zwei Jungs vorbei, die gerade halt so ein, was ich neulich geskatet bin, so eine Halterung aus diesem harten Kunststoff, wo dann so Zäune drin stecken, aber Plastikzäune, die dann rot-weiß gestrichen sind.
Sowas haben die unterm Arm getragen, sind so vorbei. So quasi hier zwei Hauswände und von Hauswand zu Hauswand einmal die Einfahrt so durch. So wie Comedy. Mhm. Laufen so vorbei und dann, ey, warte mal, höre ich sie halt nur. Ich sehe sie nicht mehr, aber ich höre so, ey, warte mal. Und laufe so rückwärts. Ey, Robin, bist du das? Wieder erkannt so. Komm ran. Alter, was geht denn hier bei dir mitten in der Nacht? Ja, hier ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Zahnschmerzen, Gitarre spielen. Was geht bei euch? Ihr tragt ja irgendwie so ein Schild mit euch rum oder so einen Zaun. Ja, wollen wir beim Kumpel abstellen. Ich natürlich, sozial wie ich bin, ja, hab nichts gesehen. Witzig, lol. Und dann haben sie noch ein zweites mitgenommen und sind mit mir weitergelaufen. So. Haben wir noch zusammen ein bisschen gelaufen? Ne? Nice. So. Und dann echt, also 50 Meter weiter stand dann halt der nächste Typ, der hier mit seiner Frau. So echt so ein Ach, der kam am Ende, okay. Happening, happening, happening. Das war sehr witzig. Der war der krönende Abschluss. Nicht so. Und das nur, weil du gesagt hast, lieber was machen, ja, als nichts machen. Und wie lange haben wir jetzt darüber geredet? Ist wir echt so. Ausflüge gemacht zu Not Abaddon. Ja. Nee, aber wenn ich euch die Botschaft mit auf den Weg geben kann, ja. Ich hätte an dem Tag auch einfach zu Hause liegen können, so. Vielleicht hätte es meinem Kopf nicht besser oder schlechter getan oder meinem Zahn. Aber ich habe mich dafür entschieden, was zu machen und es sind übelst viele geile Sachen passiert. Und im Grunde ist das eine Faustregel. Auch in den Kasseturm, wo ich so eine Bekanntschaft mal kennengelernt habe, so, weißt du? Mhm. Wäre ich auch fast nicht gegangen. Mhm. So. Da lag ich in der Badewanne und dachte, aber weißt du, gehst du einfach mal hin. Ist mir lieber nicht hingegangen. Ja. Nee, gute Erfahrung auf jeden Fall. Ja, aber nicht für dich. Ja, doch, klar. Auch? Das macht doch nichts ungeschehen. So, also, ja. Habe ich öfter beobachtet, wenn man Dinge tut, dann passieren Dinge. Also, Leute, sitzt nicht so viel draußen drin, sondern macht was. Auch wenn es kein Ziel hat. Ich meine, ich bin wirklich halt einfach nur mit Gitarre rausgegangen. Ohne Erwartung und es war cool. So. Jetzt müssen wir aber wieder ironischer werden und Minderheiten beleidigen. Wagotze, wir machen den Bogen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Zweites Thema. Du hast dein großes Idol gesehen. Wieso, warum, würde ich sagen. Wieso, warum? Okay. Noch was ohne Wieso, warum? Ich finde Björn Höcke wirklich lustig in seinen Reden. Jetzt noch Wieso, warum? Wieso, warum? Oh, das war wunderschön. Vor allem, da war jetzt nicht mal ein Effekt drüber. Na, der kommt ja noch. Also so ein Hall. Aber wenn man das jetzt hört, ja, denkt man. Als würde ich gerade selbst den Effekt gehört haben, aber das ist gar kein Effekt drüber gewesen. Weil Wieso, warum ist? Ich. Okay. Also, das ist der blanke Hass. Was soll das? Ich also, weiß nicht, wieso warum über die AfD reden soll, denn. Soll denn? Denn. Eigentlich macht, also. Du bist genau neutral dem gegenüber eingestellt und das Gegenteil von neutral ist auch neutral. Ist das das Problem? Das ist nicht das Problem. Okay. Doch, das ist das Problem. Okay, Mist. Kategoriewechsel. Nee, im Endeffekt. Kurze Situation geschildert, eine Studentenbar an der, ich habe ja schon mal was war das, Ratio, nee, Quitch, Rent Yourself. Rage Against the Machine. Fuck! Jetzt habe ich die Pizza aufgegessen und habe keinen Witz über den Rand gemacht. Den, ja. Das macht mich total sauer. Ja. Studentenbar an der Hauptstraße, wo sonst? Aber nicht das mit dem Brot. Das ist was anderes. Da steht nicht Brot drüber, da steht Bar drüber. Das ist so ein Netzwerk. Mhm. Bar, Brot, Uni. Ja, so alles, einfach nur so ein Eingang, wo Uni drüber steht, für die komplette Universität. Und, weiß ich nicht, dann noch so Haus und da wohnen dann alle drin. Bücher. Das ist die Bücherei. Ah, okay. Gut, dass du es aufgeklärt hast. Strafe ist dann die Polizei. Krank. Ja. Oder Husten. Nee, ja. Nee, ist zu dumm. Nee, Arzt auch nicht. Was gibt's noch? Krank, einfach krank. Löschen? Ja, Feuer wäre dumm, ne? Feuer kann man nicht löschen. Ja, Netzwerk. Für Supermärkte hätte man dann super. Noch... Super. Einfach nur super, genau. Nee, Markte wäre ja das dann. Also wer aufgepasst hat, weiß, worum es gerade geht. Ja. Aber der muss die letzten drei Folgen gehört haben.
Wie gesagt, eine Bar über der Bar steht und ein Bäcker, über dem einfach nur Brot steht. So. Das ist eigentlich nicht so hohl, Alter. Also, es heißt ja irgendwie Brotklappe und deswegen ist es irgendwie ein bisschen weniger. Ja, aber hohl. Wo Bar steht, heißt halt Hinterzimmer. Ja, okay, also es ist hohl. Es ist einfach hohl. So. Ist ja nicht schlimm. Dieses Hinterzimmer, die Geschichte ist die, dass dies wirklich sehr beliebt ist unter den Studis, die ja weimarweit eher zu links tendieren. Und dann gab es einen Pachtvertrag für den Pächter und der Besitzer hat dann eine Klausel reingeschrieben, von wegen, da muss einmal im Monat die AfD einen Stammtisch drin halten. Da gab es einen riesen Trara und Trarü und die Pacht wurde nicht verlängert, ergo die Bar gibt es jetzt nicht mehr. Beziehungsweise nicht mehr in der Form, genau, bin ich mir nicht sicher, wie es da sonst weitergeht. Und der erste AfD-Stammtisch wurde abgehalten. Oh. Und da kamen natürlich die ganzen Großen, zum Beispiel, oder eigentlich nur Björn Höcke. Die ganzen großen Namen. So. Wie ihr sicher wisst, finde ich die Zitate von Björn Höcke, wenn man sie nicht ernst nimmt, so äußerst lustig. Wir erinnern uns an... Folge 1. Wir erinnern uns an Erfurt ist schön deutsch und schön deutsch soll Erfurt bleiben. Oder der Syrer hat noch sein Syrien, der Afghane hat noch sein Afghanistan, der Libanese hat noch sein Libanon. Aber wenn wir Deutsche unsere Identität verlieren, dann haben wir gar nichts mehr. Mhm. Witzig, weil der Syrer hat sein Syrien überhaupt nicht mehr. Und so weiter. Und und dann ging natürlich, jetzt kommt wieso, warum, der Fankult los, ne? Alle da, alle, ja, die Björn cool fanden, standen an dieser Straße, das waren, wie viele werden es gewesen sein, 1.500 Leute? Ja. Nicht ganz, nee, weniger. 1.000 wird 1.000, aber... 800 bis 1.000, sagen wir so. 1.000. Großer Fanclub auf jeden Fall. Viele Leute zugejubelt. Wollten ihm laut, die Aufwartung machen und wollten einfach zeigen, dass sie da sind, dass sie sich freuen, dass er da ist. Es wurden Reden gehalten, Willkommensreden und adäquate Musik wurde gespielt. Richtig. Einzugmärsche. So. Und die Leute wollten ihm von der Qualität ihrer ostdeutschen Eier. Ostdeutschen Eiprodukte überzeugen. Ja. Ja. Und es kam jetzt ein Politiker und jeder Einzelne, der kam, oder Politiker, war es ja nicht, es waren ja wirklich nur Leute an diesem Stammtisch. Es war unser Woodstock hier in Weimar auf jeden Richtig. Fall. Richtig. Und wie sie immer lang kamen, ausgefeiert. Jeder gefeiert und schön. Und es waren wenigstens 50 Leute oder 40 Leute, die da kamen seitens der AfD und des Stammtisches. Und ganz am Ende kam dann halt Björn himself, ne, die Straße runtergewackelt. Ja, es war wirklich gut vorbereitet. Erst so die Kleinen so, dass man sich wirklich hochhypen konnte. So ein bisschen wie Vorband, ja. Ja, genau, wie Vorband, genau wie wir damals in der Gamescom, wie wir hingefahren sind und uns angeheizt haben. Genau. Genau dieses... Und dann hieß es dann einfach nur, wir wollen Höcke sehen, schalalalala. Ja. Aber dieser Kanon kam irgendwie nicht ganz zustande. Auf jeden Fall, wie er dann kam, war natürlich das war das Highlight. Da sind alle ausgerastet. Er war auch der Einzige, der von der anderen Seite kam. Das war echt witzig. So, alle kommen von links. Ich stand ganz links und dachte so, alle kamen von rechts und er kam von links. Ja, wieso, warum? Und ich, ach so, nee, rechts. Also ich habe richtig gemacht. Auf jeden Fall. Dachte ich schon, oh, ich stehe blöd, dann sehe ich den ja gar nicht richtig. Aber er kam dann genau dort, wo ich stand. Der hat dich gesehen, der hat es nur für dich gemacht. Mann. Ich glaube auch. Er hat mich sogar kurz angeguckt. Er hat mir in die Augen geguckt und gewinkt. Weil diese ganzen AfD-Leute haben diesen jubelnden Protestmenschen tatsächlich zugewinkt. Also ohne Wieso, warum, haben wirklich gewinkt. Mhm. Um halt einfach zu kaschieren, dass sie das... Ja, um zu sagen, ist mir egal, dass sie gerade alle buht. Wieso, warum, wieder an, dass sie alle jubelt. Ja. Also, ich hätte das ganz anders gemacht. Wie hättest du es gemacht? Na, wieso, warum? Ich hätte es ganz anders gemacht. Du hättest es genauso gemacht? Ja. Okay. Ja. Ach so, ja. Habe ich ja auch da schon gesagt. Also, das ist ja das einzige Vernünftige, was du machen kannst, ist ironisch zu feiern, dass du da so gefeiert wirst. Jetzt gab es ja neben den Ei auch noch einen weiteren Vorfall, den du gerade im Newsflash gesehen hast. Newsflash! Was jetzt? Dass da Schlägerei war, so ein bisschen, oder? Nee, du hast gerade was vom Müll erzählt. Ach so, ja, wurde mir reingejodelt, dass da Müll reingehitlert wurde vor dieses Etablissement. Einfach ein Bild mit so einem Müllhaufen davor. Ja. Von einem Zeitungsausschnitt war das wirklich. Ah, Zeitungsausschnitt, ja, okay. Ein Bild von einem Zeitungsausschnitt, ja, stimmt. Also, aber ich würde da vielleicht dann, wenn du fertig bist, würde ich vielleicht einen kurzen fließenden Übergang zu Random Euer Leben machen. Ich würde dann dich auch bitten, die Pizza wieder auszuwirken, damit wir diesen Rand einbeziehen können. Mach's dir. Okay, aber du kannst ja noch Wieso Warum kurz machen. Was hatte ich gerade? Genau, also ich finde, Protest hat seine Grenzen.
Und ich weiß nicht, Müllberg ist die Grenze. Hey, jetzt, du bist ja gar nicht wieso, warum? Ich finde, Protest hat nicht seine Grenzen und Müllberg ist okay. Gut, also. Nee, Müllberg ist ja wirklich neutral, aber kann gesagt, ist die Grenze, also bleibt die Grenze. Nee, weiß ich, wieso, warum? Macht sich tatsächlich schwer bei dem Thema. Okay. Ja, also, jetzt mal wieso, warum fertig, so. Die Sache ist doch die, was ich das letzte Mal auch schon vielleicht durchblicken lassen habe beim hier, wo es um Holocaust-Leugnen und so ging. Jeder hat meiner Meinung nach sein Recht auf seine dumme Meinung. Und ich finde es irgendwie ein bisschen krass, wie dagegen vorgegangen wurde. Klar muss man irgendwie Stellung beziehen und sagen, wir finden das nicht gut, das kann ich absolut verstehen. Aber wenn dann irgendwelche Sprecher das Mikrofon ergreifen und sagen, ja, ihr da drin, die ihr gegen Leute hetzt, ne? Das ist nicht gut. Leute, macht mal alle eure Trillerpfeifen an und zeigt denen mal, wie scheiße die sind. Wie scheiße es ist, gegen Leute zu hetzen, genau. Stimmung gegen andere Leute zu machen. Zeigt denen das mal, wie schlecht das ist, wenn man Stimmung gegen Leute macht. Er hat halt es wirklich so formuliert. Das ist leider, ja. Höcke, du machst Stimmung gegen Leute, das ist scheiße, erhebt mal eure Trillerpfeifen dagegen. So, und das war halt, also... Ich habe mich sowieso die ganze Zeit relativ rausgehalten und mir das Spektakel einfach mal ein bisschen neutral angeschaut. Ditto. So, ja. Wie gesagt, also ich bin absolut nicht irgendeiner Höcke-Meinung oder so, aber ich finde das immer so ein bisschen... Ja, also klar. Wie gesagt, irgendwie muss man seinem Protest Ausdruck verleihen und ja, den sagen, es wurde nicht gut. In dem Rahmen meiner Meinung nach genügend, allein durch die Anwesenheit der vielen Leute gezeigt, dass... Auch, dass da dann irgendwie Punkrock läuft und so und... Also, das ist ja noch völlig in Ordnung. Und vor allem, es wurde gegenüber diesen Typen, der die Bar gehört, der ja. das gemacht hat, wurde ja die Meinung gegeigt, vor ja. allem. Mhm. Ja, und dann halt auch das mit dem Müll. Ist aus meiner Sicht auf jeden Fall wesentlich witziger und vielleicht auch ein bisschen stilvoller, als irgendwie in die Scheibe einzuschmeißen oder sowas. Aber wobei ich nicht ausschließe, dass das eventuell auch noch passieren könnte. Natürlich. Ich meine nur, dass wenn schon so, dann irgendwie Müll da vorstellen, ist dann noch ein bisschen humaner. Gut. Ach, um es mal den Vorfällen in Hamburg gegenüberzustellen, die jetzt schon entsprechend haben. Okay. Das war unser G20. Ja, unser eigenes kleines G20. Ja, Polizei war da. Ich wurde auch einmal angemotzt von der Polizeifrau. Ich soll mich doch bitte nicht auf die Polizeisperre draufsetzen. Obwohl der davor gesagt hat, ist okay, ne? Ja. Naja. Die sollten sich mal einig werden, die Leute. Ist immer so. Deswegen zünden wir Autos an, Mann, weil ihr euch nicht einig werden könnt bei der Polizei. Aber weil wir als Volk einfach verunsichert sind. Was ist richtig, was ist falsch? Ja. Wenn eine Polizist sagt, mach halt an, ist eh halt heute kalt. Ja. Und dann die nächste sagt, Auto anzünden ist nicht okay, dann ist man als Volk... Da ist man hin und her gerissen. So verunsichert, dass dann auch gleich die Schaufensterscheibe von der netten Oma nebenan irgendwie... Ja, also was soll man denn auch machen? Also, man ist da einfach verwirrt, was ist richtig, wie kann ich jetzt zeigen... Man muss dann quasi gucken, was geht. Man macht dann so lange, bis gesagt wird, bis sie sich mal einig sind, dass es jetzt nicht... Bis jemand sagt, ey, gut gemacht. Ja. Und wann hört man das von einem Polizisten? Das dauert dann immer so, bis der Protest durch, der Prozess durch ist. Mhm. Dann weiß man, okay, Scheiben einschlagen. Und eine Polizistin hat ganz inbrünstig an diesem gewobbelten Ende von mir einen Schlagstock umgespielt. Ja, das war lustig. Da haben wir die ganze Zeit kommentiert, oh ja, jetzt guck mal hier mit ihrem Phallus-Symbol, wie sie da so... Und sie hat aber immer energischer. Also während wir hingeguckt haben, ist ja meistens so, wenn man sagt, ey, guck mal, die macht was Albernes, dann hört sie natürlich auf. Aber da war es, da hat sie erst richtig losgelegt. Sie hat uns scheinbar nicht gehört. Ja, der richtig. Oh, Junge, Junge. Hast du das echt gefilmt? Nee, ne? Nee, hab ich nicht gefilmt, aber das war ein Erlebnis, du. Das war lustig. Hm. Ja, der Höcke. Sonst noch Spektakulärstes passiert hier in Weimar? Na gut, ich kann mich noch über meinen Computerkollegen lustig machen, über den ich mich so gerne lustig mache. Und zwar kam er an und ja, mein Computer ist irgendwie kaputt und der geht immer aus, wenn ich ihn anmache. Und der lädt nur ganz kurz das Windows und dann geht der aus. Und ich habe schon gegoogelt, ich glaube, es liegt am Netzteil, kannst du mir mal deins borgen? Ich so, okay, klar, kein Problem. Ich habe ja den alten Windows 7 Rechner aus 2007, gebe ich dir das Netzteil. Mhm. Eingebaut, ah, dasselbe Problem immer noch und keine Ahnung, kannst du mal gucken und ich weiß auch nicht. Ich sag, okay, klar, mache ich, gucke ich dir mal rein. Und siehe da, ich gucke in das Gehäuse rein und sehe, war nichts drin. Wie einfach mal in dem kompletten Gehäuse nichts drin ist. Also es war halt leer, es gab keine Anschlüsse und nein. Okay. Ich hab dir die Story doch schon erzählt. Echt? Wann? Mir? Ich nicht, hab dir viel erzählt. Ich gucke auf jeden Fall rein. Und sehe halt, wie der Lüfter, der eigentlich auch, also das Eisending mit den Lamellen plus der Lüfter, der eigentlich auf dem Prozessor klebt, hing halt einfach am Kabel im Gehäuse. Ja. Und ich so,
Wie lange hast du das jetzt schon? Wie lange hängt denn das schon rum? Ich so, ich habe keine Ahnung, vielleicht schon ein Jahr. Ich so, ja, daran wird's liegen. Nö, nö, der Ventilator dreht sich noch und ist auch noch eingestöpselt. Das müsste noch gehen. Aber das kühlt doch den Prozessor nicht, dass dann eine Hitze, die da zustande kommt. Ja, also, es lag am Netzteil. Es lag eindeutig am Netzteil und jetzt hat er mir halt den, er meinte so, ach, bevor ich da jetzt Mühe rein investiere, kaufe ich mir lieber einen komplett neuen. Naja, jetzt habe ich halt den alten, habe da Wärmepaste drauf gemacht, hab's hier draufgeklebt und es läuft. Das war auf jeden Fall äußerst lustig. Gerade wenn man als Informatiker tiefer in der Materie steckt, ist es sehr lustig, wenn Leute glauben, der Lüfter ist dafür da, dass er sich dreht. Mit der Argumentation, ich krieg dich da jetzt nicht für begeistert, ne? Ich finde die Story ja wirklich sehr Es lustig. ist witzig, aber es wäre witziger gewesen, wenn er wirklich leer gewesen, leeres Gehäuse. Wie Irgendwie, soll der denn? irgendwie geht's nicht. Das wäre witzig gewesen. Aber ja, so ein freischwingender Lüfter, der alles mal anpustet, ist auch witzig. Ja, eigentlich muss dieses Metallteil ja auf dem Prozessor draufkleben. Also. Ja. Aua. Ist egal. Ja, Erzähl du mein deine PC tollen. funktioniert jetzt auch wieder. Nee, ich habe keine tollen. Mein PC war ja auch am Verrecken. Hat dann Geburtstag, hab Dinge bekommen, super sweet. Und jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen. Der fährt in 10 Sekunden hoch und das ist der Wahnsinn. Das kannte ich gar nicht, dass sowas geht. Schnelle Febler. Was? Eine schnelle Febler. Was? Febler. Was? Febler. Du machst ihn an und 10 Sekunden später kannst du ihn bedienen. Ja. Ist geil. Das ist eine schnelle Febler. Wahrscheinlich. Das ist analog zu Krakau. Ah, okay. Was könnte eine Febler sein? Eine Festplatte. Und eine Vacu. Vagina künstliche. Ja, genau. So eine Eine klassische, Taschenmuschi. ja, genau, einfach in den Computer reingebaut, was man halt so macht. Nee, das ist auch für Cybersex, dass man an seinen Computer einfach so Analogien zu Ja, Geschlechtsteilen nee, du baut. machst jetzt Witze, aber gibt's? Ja, also ich habe gesehen, so Japan, ne, gutes Land. Da grinst er, da gedacht, da Gibt's gehen die Wund. wirklich? Naja, nicht für einen PC so Ich an dachte sich, schon. sondern hier, zack, Brille auf und dann hast du hier so ein Brille drauf, spezielles. hast du so eine Schwanznase vorm Gesicht. Du lachst, aber auch das gibt es tatsächlich, so ein Geschwanzding im Gesicht. Das gibt's aber Aber doch nicht das an der meine Oculus Rift. ich. Nein, Ich, nicht auf Oculus Gamescom, ich setz ihm mal die Brille auf und da hast du so einen Schwanz runterhängen an der Nase und alle lachen dich aus. Ja, Schwanzen in die Hansen. Das ist übrigens noch nicht fertig. Müssen wir uns mal ranhalten. Wir sind bald auf einer Hochzeit. Ich Launch ist wollte. 16. August. Also, der Controller ist dann Geschlechtsteil. Ist ja auch egal. Echt? Also, ja, du hast dann. Ja. Kriegt man da auch Punkte und so weiter? Ja, tatsächlich. Wow. Gibt es auch witzige Videos von, wenn dann die Leute von außen gefilmt werden, die das dann auf einer Convention testen können. So. Wissen die, dass die gefilmt werden? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Die holen den richtigen Schwanz raus und stecken den da rein. Also muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, ob das ein solches war, weil man hat es nur von hinten gesehen, aber es gibt halt verschiedene, so, wo du dann auch irgendwie so eine Puppe hast oder so und dann kannst du dich umgucken im Raum und dann kannst du halt irgendwie so Also mit Händen von diesen dran. Pornos in Virtual Reality habe ich schon gehört. Finde ich auch eine gute Idee für die, die es brauchen. Marktlücke. Nö. Die Lücke wird gestopft. Also Marktlücke, die Das gerade wird bearbeitet wird. erfolgreich, will ich Ja. meinen damit. Ganz sicher, ganz sicher. Was wollte ich denn ursprünglich sagen, als ich das mit dem. Was wollte ich denn ursprünglich sagen, dass ich Weiß jetzt auf nicht. die Sache kam mit dem Penis am PC? Weiß ich nicht, es war auch nur wieder so ein Gag. Müssen wir jetzt wieder zurückspulen oder Ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte des Losterer Podcasts, der überhaupt nicht so heißt, müssen wir das machen. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie der Podcast heißt. Willkommen beim. Schneid das vorne ran. Ja, mache ich. Sehr gut. Ja. Was hatte ich denn Es ging das? um Adapter am PC irgendwie. Es war auch nur wieder ein Witz. Ich hatte doch bestimmt was ganz Witziges. Ich wollte was ganz Spannendes erzählen und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Wir Ja, müssen zurückspulen. nein, oh Gott, das ging um hier irgendwie und so. Scheiße, es tut mir leid, aber die Zeit, wo ich jetzt überlege, musst du einfach mal reden. Okay, ich rede jetzt einfach. Ich habe doch schon weitergeleitet auf eine Hochzeit. Wir sind demnächst auf eine Hochzeit. Ich sage das jetzt aber so und habe Bedenken, dass es gar nichts wird, weil der Kollege hat leider nicht nochmal zurückgeschrieben. Und er Ist mit der meinte, Planung hey, beschäftigt. er ist mit der Planung beschäftigt wahrscheinlich. Er klügelt gerade so einen richtig komplexen Plan für uns aus. Er meinte, hier, ich kenne euch, meine zukünftige Frau kennt uns, also euch und meine Kumpels kennen auch euch, ein paar von denen und meine Brüder und so. Und habt ihr nicht Bock mal hier Action auf unserer Hochzeit zu machen? Ich natürlich, ja, okay, klingt cool, aber was heißt denn das? Also wir sind ja jetzt keine Bühnenshow-Performer normalerweise, Doch. aber wir haben uns gesagt, okay, egal wie, wir machen das jetzt mal. Allerdings hat er sich nicht nochmal gemeldet, das wäre dann am 9.9. Wenn das cool wäre, würde dann auch bestimmt ein Video bei rumkommen. Mal schauen. Hier habt ihr es auf jeden Fall zuerst gehört.
Nee, zuallererst habt ihr es bei Patreon gehört. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann seid ihr in der Telegram-Gruppe. Mit $3 im Monat seid ihr dabei und dann erfahrt ihr den heißesten Scheiß sofort vor Ort. Dann wisst ihr auch, dass gerade die Videos noch mal ein bisschen verzögert wurden wegen meinem Zahnscheiß. Hallo? Wie kam ich denn nur auf die Sache mit dem Geschlechtsteil am Computer? Meine Fresse! Wie kam ich denn da drauf? Es ging darum, am Gehäuse hat er dann so Dinger dran, wo er Lulu macht. Hä, nee. Na, nicht? Nee. Ich habe gesagt, du wirst lachen, aber das gibt's wirklich. Das davor noch. Wie kam ich denn auf die Sache mit dem Gehäuse und den Lulu? Wir können jetzt nicht die letzten 12, 15 ich Minuten darüber reden. Ich hatte dann noch irgendeine lustige Anekdote. Oh, fuck, Mann. Zurückspulen. Also, zum ersten Mal im Leben des Podcasts passiert, dass wir zurückspulen und unterbrechen. Ne, was? Also, der Grund, warum wir so zurückgespult haben, ist natürlich total dumm. Ich wollte keine Anekdote erzählen. Wir haben einfach noch nicht geklärt, was eine Waage ist. Und das ist mir die ganze Zeit im Hinterkopf rumgesurrt. Also, was ist eine Waage? Eine Warmkühler, eine Warenkühler, eine Warenkühlung. Ne. Weiß ich nicht. Alter, da sind jetzt auch drei Buchstaben gerade falsch, ne? Warm. Nee. Wasserkühlung. Jo, jetzt hat sie's. Ja. Also eine Vagina künstlich hätte ich witziger gefunden. Sorry, gut. Ja, gute Anekdote auf jeden Fall. Gut, dass wir nie wieder zurückspulen in diesem. Wir lassen es das nächste Mal, wenn das sowas ist. Es ist halt immer was Dummes. Naja, aber irgendwie war das in meinem Kopf so aufregend. Das war so. Aber du musstest doch noch irgendwas sagen. Irgendwas war doch noch. Aber ich musste, das ist ein Witz. Das ist richtig witzig. Wasserkühlung, Alter. Das kenne ich ja wirklich. So, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde jetzt. Du willst gerade was richtig Geiles sagen. So. Und weißt nicht mehr, was es war. Und kommst dann wieder drauf. Und es war überhaupt nicht geil. Kenne ich nicht. Habe ich oft. Ja, kenne ich gar nicht. Bei mir ist alles geil. Gerade so bei Sachen, wo man denkt, was war besonders geil, was dann besonders überhaupt nicht geil. Also, mein Unterbewusstsein. Hast du gerade gesagt, ach, war's. Ich habe verstanden, Wasser ist überhaupt nicht geil, während er sich einen Krug Wasser nimmt. Ja, so als Nebensatz. Ja. Immer wenn ich was Geiles sage, Wasser ist überhaupt nicht geil. Ja, aber gut. Hat sich gelohnt, kommt nicht mehr vor. Cross my fingers. Das heißt, man macht's nicht. Ja. Also, man soll ja nicht schwören und dabei die Finger verkreuzen. Überhaupt habe ich gehört von einer Person, die heute Geburtstag hat. Man soll nicht schwören. Das fand ich echt einen interessanten Ansatz, so Christentum und so. Man soll nicht schwören, weil in dem Moment, wo man schwört, sagt man quasi indirekt, jedes Mal, wenn ich nicht schwöre, ist es nicht ganz wahr, was ich sage. Ja. Das fand ich interessant. Ja. Weil ich ja sonst eher so Kritiker bin, was die Heilige Schrift angeht. Also auf die Idee bin ich auch schon ohne Heilige Schrift gekommen. Tja. Ja, wenn nicht. Dann in der Schule mal jemand meinte, schwörst du es? Ich so, nein. Ja, dann stimmt's nicht. Ich so, doch, ich schwöre nur halt nicht. Oh. Ja, aber war das bei dir auch so ein Prinzipding, weil du das schwören doof findest oder was? Habe ich gerade eben gesagt, aus eben jenem Grund, weil man dir dann nicht glaubt, wenn du es nicht machst. Hm. Ja, gut. Also ich schwöre ja auch nicht, aber ich habe da noch nie so. Das ist eine Sache, weil wenn man schwört, dann lügt man halt wirklich. Also. Das ist für mich auch ein moralisches Ding. Ich könnte nicht sagen. Oh, ich habe da richtig einen Nerv getroffen gerade. Nee, du bist gerade nicht mehr witzig. Bei manchen Sachen. Es gibt so Sachen, die tue ich nicht. Mhm. Und was Gelogenes schwören oder. Könnte ich auf keinen Fall machen. Ja, macht man ja auch nicht. Aber manche können es halt doch machen. Und deshalb schwöre ich einfach nie, weil. Dann ist immer alles wahr. Nee, dann halte ich mir wenigstens noch offen, dass ich in 1% der Fälle doch noch die Möglichkeit habe, irgendwie zu schwindeln oder einen Umweg zu finden, etc. Du bist also so ein verlogenes Schwein, deswegen schwörst du nicht. Das hast du gerade gesagt. Du hast es in Paul genommen. Hä? Ja, du willst dich als moralisch guten Menschen darstellen. Ich schwöre nicht, weil ich bei will mir mich ist nicht alles. Als Moral. Ich will mich überhaupt nicht darstellen. Dabei hast du einfach nur dein eigenes Loophole dir geholt. Loophole? Naja, so ein Fehler im System, den du geschickt ausnutzt, ohne wirklich illegal zu sein. Ja, ja. Sonst würde ich doch nicht in Deutschland leben. Wie der Typ, der hier irgendwie 3000 Kinder adoptiert hat und von dem Geld lebt. Irgendwas war da mal. Sowas halt, ein Loophole. Eine Gesetzeslücke. So ungefähr. Du sagst, ich schwöre nicht, weil... Aber in Wahrheit... Naja, bei solchen Sachen, das können manche, das kann ich nicht. So schwören dann nicht machen. Oder dann nicht, dann ist es nicht wahr. Okay. Ganz, das ist wie anschnallen. Ich fühle mich auch unwohl, wenn ich Auto fahre, ohne angeschnallt zu sein. Das ist für mich wie eine. Ohne Welt. Angeschnallt, ja. Okay.
Schwören ist wie anschnallen. Also, schwören ist wie anschnallen. Herr Rotes sagt nein, jetzt was, ist... Leute, schnallt euch an. Das ist so ein paar. Ja, aber das ist doch, Comic Sans, dass man sich anschnallt im Auto. Ja. Schon, aber es gibt Leute, die machen es nicht. Und das tut weh. Das tut im Geiste weh, sowas zu tun. Das könnte ich nicht. Das ist natürlich wirklich total banal, ne? Weil sich nicht anzuschnallen geht halt theoretisch in den meisten Fällen leider gut. Das ist ja das, so eine Gefühlssache. Es ist Immersion. Aber also, ich finde auch Schwören ist schon ein bisschen. Altbacken. Ist schon ein bisschen 2000er. Ja. Wenn überhaupt. Ich 90er. Ja, also inzwischen gibt es das, dem denke ich mal auch, also ich habe bisher auch lange nicht mehr gehört, schon richtig. Ich meine, gut, wenn ich was sage und jemand kommt, schwörst du es, dann denke ich auch, was für ein Vollidiot, ganz klar. Also ja, gerade weil es in 2000 ist. Sanji hat immer geschwört, er hat immer gesagt, schwördiger. Schwördiger. Ja, wenn er das so sagt, ist was anderes. Das ist was anderes, das geht. Das ist ja nur so eine Phrase. Ah, okay. Schwör. Ich sag die Wahrheit, Digga. Das ist nur so eine Phrase. Oder wie? Na, es ist ja trotzdem. Du wirst ja wohl genug Comic Sans haben, um zu unterscheiden, ob es wirklich eine Phrase ist oder. Ach, wenn die Ausländer das sagen, ist es nur eine Phrase, ja, aber. Na, die sind ja eh nie ehrlich. Ja, das wissen wir ja. Ja. Jetzt sind wir endlich wieder beim Kern der Sendung. Minderheiten. Ich habe gehört, in Syrien ist gerade ein bisschen. Nee, die haben da neulich ihre Sachen verbrannt, gegen ISIS so ein Zeichen zu setzen. Fand ich interessant. Finde ich auch super. Ja. Aber wir haben ja auch mal Sachen verbrannt, um Zeichen zu setzen. Oh. Hexen, meinte ich. Ja. Darüber darf man Witze machen, es ist lange her und Hexen, aha. Mhm. Naja, das beinhaltet als. Außerdem habe ich im letzten Podcast von dem Leugnen des Holocaust gesprochen. Wenn du sagst, wir haben ja auch mal Sachen verbrannt, dann ist es ja nicht geleugnet, sondern ganz im Gegenteil. Okay. Und außerdem ist es eine Pointe, denn ja. Es ging um völlig anderes Verbrennen. Ja. Also. Du wolltest gerade eigentlich noch was anderes sagen. Hab ich vergessen. Wasser ist scheiße, ne? Hat er vergessen. Gut, sonst noch was passiert in deinem Leben? Hab gerade Ferien, ihr könnt mir jetzt wieder öfter schreiben. Postfach. Ich guck da alle 3 Monate mal rein. Echt? Du guckst ins Postfach? Na, wenn ich zufällig vorbeilaufe und dran denke. Ist denn noch was drin? Nee. Nie. Nie. Ich weiß, aber es scheint noch zu existieren, weil mein Schlüssel passt noch. Ich weiß nur, dass mir Marie mal was geschickt hat und das hat sie wieder gekriegt, kostenpflichtig. Das war nicht. Na, weil sie nie abgeholt wurde. Ach so, ungünstig. Warum hast du nicht abgeholt? Weil das die Zeit war, wo du mir nicht den Schlüssel gegeben hast. Echt? Ich will es denn haben. Na, jetzt ist die Zeit nicht mehr und jetzt schickt mir sie auch nichts mehr. Ja, weil sie jetzt aus der Phase raus ist, ne? Aus der Fanphase. Ja, jetzt ist das Verliebtsein zu Ende, jetzt beginnt die Liebe. Das ist, ja, genau, das ist aber das Ding, ne? Verliebtsein ist man halt so blauäugig. Und das nutzt die ApoReds aus, wo wir beim nächsten Witz sind. Ja, Maga ist zur Apotheke. Ja. Was ist... ich hab verkackt. Wenn ApoRed eine Bar aufmacht und man da reingeht und sich ein Bier holt, woran bestellt man das Bier? Ja, in der Apotheke. An der Apotheke. Ja. Ja. Na? Witzig. Habt ihr eingeschaltet. Und du wolltest doch einen anderen Witz erzählen? Was denn jetzt? Kennt ihr das, wenn, wir machen das ja nicht mehr, deswegen können wir das Geheimnis jetzt weitergeben. Wenn ihr so im Club seid irgendwo und da ist ein Mädchen und ihr seid so Wingman-mäßig zu zweit unterwegs und dann sagst du zu dem Mädel, ja, nee, in Richtung des Mädels, ey, hey, hier, sagst du dann zu deinem Kumpel, ey, ey, hier, du wolltest sie doch was fragen, jetzt frag sie doch mal. Komm, trau dich. Trau dich, trau dich doch mal. Dann wird sie hellhörig. Dann wird sie hellhörig und dann entsteht so eine richtig unangenehme Position, aus der die andere Person, euer Kumpel, nicht mehr rauskommt so. Weil es gab eigentlich nichts, was er fragen wollte, aber dann steht so dieses Gespräch im Raum. Wie wird das aufgelöst? So, und der Kumpel stellt dann eine Frage. Irgendeine, die sich eventuell ausdenkt, denn der hat ja ursprünglich keine Frage. Ja, ich mach das. Du hast es bis jetzt noch nicht gemacht. Du hast dann da gestanden. Und dann sagt der Kumpel, nee, die meint dich nicht. Die meint dich. Die andere Frage. Ja, die andere Frage. Du weißt schon, die ernstere da. So. Ich hoffe, man hat es verstanden. Witzigerweise hat Robin das mal bei mir gemacht, bei einer Kellnerin in der Bar. Ja. Da hätte ich auch schon mal Wasser holen können. Da habe ich auch nichts getrunken. Ja. Und ich so, ah, fuck, wie gehst du in der Situation? Und ich so, Robin, was wollte ich denn fragen? Und er so, ja, wir sprechen zusammen. Hast du einen? Habe ich noch mitgesprochen, habe ich aufgehört zu reden und sie dann so, er dann so freund zu ihr. Sie zu mir so leicht abwertend, ja, habe ich und ist dann ab. Also sowas nicht. Ja, habe ich und ist dann ab. Also komm.
Also so, sie hat dann schon gezeigt, dass sie das jetzt eher bubihaft findet, dass ich mich das nicht traue, sie zu fragen und dass du das für mich machst und dass ich das überhaupt wissen will. Das hat schon so gewirkt. Wie hat sie denn in deinen Augen reagiert? Also sie fand es niedlich auf jeden Fall. Niedlich ist vielleicht nicht das Erste, was man hören will, so, aber... Und witzig ist, dass ich dann irgendwie 4,50 bezahlt habe für einen Drink und habe halt 6 hingegeben. Ich habe halt 10 hingegeben, habe gesagt 6 und krieg halt 3 Euro wieder. Und dachte so, die kann sich jetzt so richtig schön leisten, ne? Weil ich jetzt hier vermeintliches Interesse gezeigt habe. Ist gerade schlecht, Maga. Das ist jetzt mal ganz ungewöhnlich, dass hier Leute einfach in diesen Podcast reinlaufen. Hallo. Hallo, jetzt musst du aber auch mal was Witziges erzählen kurz. Was? Hier rein. Hast du Witziges erlebt? Hier rein erzählst du jetzt mal was Witziges. Was ist dir passiert in den letzten Tagen? Toll. In der YouTuber-WG passiert nichts. Wir haben nur noch 5 Minuten, Margarete. YouTube ist eh tot. Mach mal. So. Ja, jetzt noch ein paar kleine Ankündigungen. Wir sind Freitag. Freitag auf der Gamescom. Wir sind Donnerstag. Nicht, da kommt ihr nicht drauf. Wo sind wir? Wo wollten wir nie hingehen, ne? Wo fanden wir das immer doof mit Fankult? Wo war Party in my head? Party in my head, Playback. Das war aber nicht in der hier. Langzess. Langzess. Das war grausam. Das war in der Dingsens. Das war noch in der Gamescom. Ja, wir haben uns reingeschleust. Video Days, ne? Angemeldet. Passt auf, so Formular. YouTuber über 20.000 Abonnenten darf sich anmelden. So, ich angegeben, zack, zack. Wie viele Leute? 3. Unten, ganz unten noch auch ein Bild. Ein Bild von euch, damit man euch erkennt und was dann auf den Ausweisen gedruckt ist. Bild von uns 3, so. Herodes, Kalle, ich. Drauf. Ich krieg Zusage. Aha, du plus eine weitere Person. Was ist denn das für eine Scheiße? Also ohne Spaß, da läuft man dann zu zweit rum mit einem Schild, wo 3 Leute drauf sind. Und alle Fragen nach ihm drücken. Ja. Also da muss nochmal irgendwie, also da ist noch nicht das letzte Ausrufezeichen gesetzt. Also alle 13-Jährigen, die gerade zuhören, wir treffen uns auf dem Videoday. Wie crazy ist das denn? Schwör. Wir machen Autogrammstunde. Aber nur, wenn ihr eure Handy-App vorher aufmacht. Ja, so. Die Applikation öffnen. So, das wird ein großer Spaß. Ja, das ist mein Tee. Ich hier jetzt die letzten 3 Minuten mit Kamillentee füllen, okay? Sag mal, sehe ich das irgendwie richtig, dass wir den Tee wegräumen, wenn wir den nicht trinken? Oder habe ich... Sehen wir das vielleicht richtig, wenn ich den noch zum Spülen benutze für meinen Zahn? Oder ist die Regelung nicht mehr? Hast du mal auf, jetzt hier irgendwie Unmut in der YouTuber-WG? Nee, ich frage mich nur. Ich frag ja nur. Machst hier ganz schön Stimmung. Warum erzählst du jetzt, dass ich sauer bin? Du bist wie Höcke. Ich? Wie Höcke bist du. Schrei ich! Machst Stimmung gegen andere Menschen. Schrei ich! Nein! Wegen diesen Scheißfraß. Was? Den es hier gibt. Ich kenne Leute aus USA. Was hat er das gesagt? Nee. Wer? Björn? Nee. Um wen geht's denn jetzt? Ich weiß nicht. Das ist... Es war sehr schlecht nachgemacht. Das ist wie wenn du jetzt bengalischen Tiger erzählst. Und das hast du in der ersten Folge getan. Und keiner versteht's. Bengalischen Komm, Tiger. Erklär's nochmal in den letzten Minuten. Den bengalischen Tiger? Ja. Nee. Also, wenn jemand sagt, hier, ja, mach Stimmung. Auf. Ja, okay, gut. Komm, dafür überziehen wir heute auch mal. Wir waren sauer auf jemanden und es hieß, wir werfen dem Bengalo durchs Fenster. Und ich wusste nicht, was ein Bengalo ist und dachte, er meint einen bengalischen Tiger. Wow. Und er wirft den bengalischen Tiger durchs Fenster. Wow. Habe ich dir schon mal erzählt? Ja, hier drin nicht. Hier drin, in diesem Telefon. In diesem Format nicht. Was ist denn das? Jetzt haben wir hier so einen Störenfried die ganze Zeit im Zimmer stehen. Halt wieder nicht. Ja. Ich suche hier gerade die Anleitung. Du hast die Wie gut, dass du die Anleitung auf eben jene Anleitung suchst. Da wirst du sie wahrscheinlich früher oder später finden. Also Margarete liest die Anleitung durch und sucht die Anleitung. Ja, jetzt habe ich noch einen Witz gemacht. Hat's Handy in der Hand. Ich suche gerade mein Handy. So, dieses Ding war das jetzt. Lustig, nee, es ging nicht um lustig. Es ging einfach um... Was ist hier los? Neulich, ne, um Full Circle zu machen, haben wir das Wort Wagotze etabliert. Und Maggie sitzt da und sagt, ja, Wagotze. Also es geht ums weibliche Geschlechtsorgan. Und sie sagt, Wagotze, ne? Das klingt wie Fagott und Kotze. Was, wo gehst denn du hin? Nee, ich nehme das Handy jetzt mit. Ich will mit den Fans noch ein bisschen alleine sein. Gestolpert. Ach, was liegt denn hier rum? Das war der Mosterer Podcast. Schön, dass es euch gefallen hat. Schaltet doch das nächste Mal wieder. Ich hab noch einen guten Gag fürs Ende. Nein, nicht ausmachen, warte.
Machen wir jetzt, du sagst, ob wir jetzt, machen wir jetzt zu Ende? Ist jetzt Outro? Ja. Schwör? Schwör. Das ist Schwur. Tschüss, Leute. Oh, jetzt hast du dich voll erwischt. Ja, voll dran gekriegt. Tschüss. Warte, wenn ich jetzt nichts, dann ist es vorbei. Dann wird es gelöscht. Ich probiere jetzt auch. Jetzt die Musik gerade fest, aber man hört mich schon dann. Echt, das war richtig anstrengend. Also ich hasse die Fans. Richtig. Ich sag das. Achso. Ich hasse die aber auch. Nochmal. Komm, wir hassen die einfach beide. Nee, wir machen nochmal neu. Deal? Wir machen nochmal neu. Wir hassen die einfach beide. Nachher nochmal neu. Okay. Boah, ja, jetzt endlich vorbei, Mann. Boah, es war richtig anstrengend, Alter. Ich hasse die Fans. Ich hasse die richtig, Alter. Ja. Haha. Hä? Oh, Alter, mach das aus.